ihr heute hier zugegen sind. Als erstes links von euch muss ich eigentlich niemand sagen, unsere Torkanone, Jamal Ziane. War letztes Jahr auch schon mal am Start sozusagen. Zweite Jahr unter Rockstedt dabei. Ziemlich erfolgreich, großartig halt so. In der Mitte sitzt Robert Zickert, Neuzugang. Nachträglich nochmal herzlich willkommen, auch wenn es ein halbes Jahr zu spät kommt, aber trotzdem sollte das erwähnt werden. Und ganz auf der rechten Seite, vielleicht ein bisschen umstritten halt so in der Fanszene sozusagen, aber trotzdem ein herzliches Willkommen an Paul Schinke. So, ich würde vielleicht auch erstmal versuchen, über den Jamal brauchen wir glaube ich gar nicht so viel zu erzählen, vielleicht die beiden Neuzugänge ein klein wenig vorzustellen. Und da würde ich jetzt auch die Brille absetzen, weil sich meine Dioptrienzahl auch leider irgendwie geändert hat. Ich würde erstmal sagen, also Robert Zickert, 25 Jahre alt, der älteste von den drei, definitiv, ne? Auch wenn man sich denkt, geboren in Falkenberg, also eigentlich in Preußen, wie wir sagen bei uns halt so, ne? Also schon Land Brandenburg, aber glaube ich noch zu DDR-Zeiten geboren irgendwie, oder? Naja. War so das letzte Jahr noch irgendwie, ne? Kurz vor der, also kurz nach zwischen Wende und Wiedervereinigung, glaube ich. 21.93. Ja, genau, okay, also noch vor der Währungsreform. Meine erste Frage, du bist der Einzige, der da vorne sitzt, der einen Wikipedia-Eintrag hat. Selber geschrieben? Nee, davon, also ich weiß, dass ich einen Wikipedia-Eintrag habe, aber selber geschrieben habe ich den. Ja, genau, das fiel halt so oft bei der Recherche halt irgendwie so. Wir hatten schon mal einen Spieler hier, Gianluca Marsullo, der hatte auch einen sozusagen, da habe ich genau dieselbe Frage gestellt. Also langsam wird es halt inflationär, aber mir fällt der Wunsch anders ein. Ich sag mal, lese mal ganz kurz deine Station vor halt so. Wenn ich allgemein irgendwie was verkehrt erzähle, berichtigt mich bitte, weil ich auch ich würde gerne was dazulernen sozusagen. Angefangen hast du bei Cottbus 2, glaube ich, irgendwie? Ja, also mein Heimatverein ist der ESV Lok Falkenberg. Da wo ich halt auch Heimat. Wow, Chapeau! Und danach bin ich nach Cottbus gegangen. Ja. Mit der 7. Klasse. Mhm. Ich bin 12 Jahre auf die Sportschule gegangen. Da bin ich nach Cottbus gegangen. Da brauchst du ein bisschen langsamer. Mit 12 auf die Sportschule, habe da halt mein Abitur gemacht. Okay. War bis 2009, glaube ich sogar. Ich weiß es jetzt gar nicht so genau. 2011 bin ich nach Jena gewechselt. Ja. Danach zum SSV Wagnerstedt, bekannterweise. Und als du nach Jena gewechselt bist, war, glaube ich, wie ich mich daran erinnern kann, laut Recherche dein erster Einsatz beim Thüringen Derby. Ist das richtig? Ja. Wahnsinn und? Gänsehaut? Ja, das war mein erstes Männerspiel war es nicht. Das hatte ich bei Cottbus 2 in der Regionalliga schon. Okay. Aber es war halt mein sozusagen erstes Profispiel und das war halt ein sehr brisantes Spiel, weil ich halt erst vor 21 oder 22. Damals mein Trainer war Heiko Weber. Aha. Und der hat mir die Chance gegeben halt. Und das waren 15.000 Zuschauer. Wahnsinn. Ich selber bin kein Thüringer, deswegen kann ich diese Rivalität konnte ich nicht nachvollziehen, aber die anderthalb Jahre in Jena wurde mir das schön eingebläut, dass es nur einen Verein in Thüringen gibt. Und ja, das war für mich ein sensationelles Ergebnis. Erlebnis. Ja, glaub. Das Ergebnis war nicht so gut, wir haben 3-0 verloren. Aber zu Hause oder in Erfurt? In Erfurt. In Erfurt, okay. In Erfurt kann man 3-0 verlieren, denke ich mal, oder? Ich als ehemaliger Jena nicht. Großartig. zu deiner Bilanz ganz kurz. Du hast 230 Spiele in der Oberliga und Regionalliga gemacht. Ist ja schon ziemlich viel und hast dabei sogar 24 Buden gemacht als Abwehrspieler. Ja, ab und zu findet doch mal ein blödes Buden kommen. Naja, das ist ein ziemlich Aufwand, muss man sagen, als Abwehrspieler. Ja, so drei Schüsse dabei gewesen oder alle aus dem Spiel verlassen heraus? Das war nicht. Ich würde jetzt mal so grob sagen, das waren die Standards dabei. Okay, okay, alles klar. Okay, Dankeschön erstmal. Kannst auch noch kurz durchatmen. Okay, Paul zu dir. Paul, du kennst die Leipziger Fußballlandschaft eigentlich recht gut aus, denn du bist geboren in Delitzsch. Wenn das korrigieren möchte, dann ist das. Dann stimmt der Eintrag. Okay, also wie gesagt. Achso, Scholz gehört politisch glaube ich, zu Delitzsch, sozusagen Landkreis Delitzsch. Vielleicht ist auch das dann gemeint. Das gut sein. Begonnen hast du beim VfB Leipzig? Nee. Was? Bei Concordia Schenkenberg habe ich angefangen, also stimmt, ich richtig. Genau. Wo mein Vater halt mein Trainer war. Da habe ich 5 Jahre gespielt und dann bin ich zum VfB, was damals halt schon ein Riesenschritt war vom Dorfverein her. Welchen Jahr war das? 2001 bin ich hergekommen, in der E1 war das, ja. Bei Henning Frenzel, das war mein erster Trainer hier. Wow. Das ist eine Koryphäe bei uns, ne? Ja, wir sehen ja jetzt auch ab und zu und er freut sich auch, mich zu sehen, ich freue ihn zu sehen. Also immer cool, dann habe ich 4 Jahre hier gespielt, also 3 Jahre beim VfB, dann 1 Jahr noch bei Lok, nach der Insolvenz. Und dann bin ich nach Bremen gewechselt ins Internat.
habe dort anderthalb Jahre gespielt, habe ein bisschen Scheiße dort gebaut. Möchtest du plaudern aus dem Nähkästchen? Naja, hier bleibt alles unter uns. Ja, das war schwer für mich. Ich bin mit 14 da ins Internat von zu Hause weg. Mit 14 ist man im Endeffekt noch ein Kind. Meine Eltern hätten es im Nachhinein nicht nochmal gemacht. Wegen einer Frau wenigstens irgendwie? Nein, oder? Nein. Dass du das in Null hättest? Mit 14 habe ich jetzt noch nicht so viel an Frauen getan. Es war einfach, du warst im Internat mit 20 Nachwuchsspielern, von der A bis zur C-Jugend, dass du da immer mal irgendwie, dass da Fußballer sowieso irgendwie einen Pfeil im Kopf haben, was ist da dann immer mal. Pfeil im Kopf haben, okay. Ja, und ja, wie gesagt, da hatte ich die Eltern nicht und so, dadurch hat das dann irgendwie nicht ganz gepasst und so. Ich habe mich dort wohl gefühlt, das war auf jeden Fall also super Zeit dort. Ja, aber danach war für mich eigentlich, also ich hatte dann einige Anfragen von aus ganz Ostdeutschland dann, also ob es Dynamo war, VfB, also Lok dann auch wieder, Chemnitz, alle wollten dann eigentlich, dass ich dort in den Verein spiele. Aber ich wollte einfach mal wieder nach Leipzig und da bin ich dann damals zum FC Sachsen gegangen. Steht drin, ne? U17, U19? Ja, genau, also U17, dadurch, dass die Option bestand, da die B-Jugend hier nur Landesliga gespielt hat und die B-Jugend bei Sachsen in der Regionalliga und die auf dem Sprung waren, in die Bundesliga aufzusteigen, habe ich mich dann dafür entschieden. Plus vielleicht zurück in der Heimat spielt vielleicht auch noch eine Rolle. Ja, na, das sowieso. Ich wollte auf jeden Fall wieder nach Leipzig, wäre Lok in der Regionalliga. Ich habe einfach für mich dann die optimale Perspektive gesucht und das war dann im Moment bei Sachsen. Und da war ich dann 2,5 Jahre oder 3 Jahre beim FC Sachsen, 2,5 Jahre. Ich bin ja da halb her gewechselt und habe dann B-Jugend-Bundesliga gespielt, dann auch schon mit Jamal, glaube ich, das erste Mal. Das wollte ich fragen, kennst du schon irgendwie? Ja, wir kennen uns noch. Du ja auch theoretisch, Robin, ne? Kennst du Jamal auch aus Cottbus, schätze ich mal. Wir kennen uns alle drei aus Cottbus. Wahnsinn. Okay, ja, zu dritt schon mal in einer Mannschaft gespielt? Nee, oder? Nee, ich habe mit Paul in der zweiten Cottbus sind wir damals in der Oberliga in der Regionalliga gespielt. Okay, genau. Okay. Ja. Jamal bin ich so, er war A-Jugendspieler und ich war halt schon in der zweiten Mannschaft. Er hat öfter schon bei uns mittrainiert. Damals noch unter Pipiza. Pipiza, ja, stimmt. Ja. Ja, okay, cool. Und Paul, ich würde gerne bei dir bleiben sozusagen, weil ich finde, du hast eine eindrucksvolle Vita fußballerisch hingelegt. Also jetzt für unsere lokal gesehen natürlich, du hast in Sporto gespielt oder sowas, aber hier hast du ja schon dein Stempel der Region aufgeführt, so klein wenig, wenn ich das so vermessen formulieren darf. Danach bist du zu den Takten gegangen sozusagen und erste Mannschaft gespielt, glaube ich, sogar. Also ich war noch junger A-Jugendlager und dann war ja da auch der FC Sachsen damals in Regionalliga noch gespielt, was damals auch vierte Liga war. Ja. Aber da sind sie noch irgendwie bei Hin und Würchen durch Relegation noch aufgestiegen, aber hatten eigentlich eine Mannschaft zusammen, die nicht mal in der Oberliga eigentlich wirklich Bestand gehabt hätte. Ja, hat mitgespielt dort damals so, mal ein, zwei Namen vielleicht so. Die Breitkopf-Brüder haben beide dort gespielt. Also es waren keine überragenden Spieler, wo du jetzt sagst, so die Regionalliga, aber ich habe die Chance bekommen, habe in der A-Jugend-Regionalliga, ich glaube, 18, 19 Tore gemacht, mit Hinsey. Und dann habe ich durch Dirk Heine die Chance gekriegt, in der Regionalliga mit 17 zu spielen. Und bin dort, mein erstes Spiel war in Kiel damals, das war Tabellenführer. Ein Sturm. Genau, und da bin ich dann mit der 10 eingewechselt worden mit 17 Jahren, was alles ein bisschen kurios war. Da ging es ja auch drunter und drüber beim FC Sachsen. Ja. Aber es war für mich Gold wert, das halbe Jahr in der Regionalliga spielen zu dürfen. Ich habe dann fast jedes Spiel dort gespielt. Und im Endeffekt habe ich dann die zweite Insolvenz mitgemacht beim FC Sachsen. Und dann kam das Angebot von Energie Cottbus. Und dann habe ich mit circa ein Jahr zusammengespielt, genau. Und da sind wir dann zusammen aufgestiegen. Ich habe mir dann nach einem Dreivierteljahr am Knöchel gebrochen. Und da war noch nicht so raus, weil ich noch einen Jahresvertrag hatte. Genau bei dem Spiel hat mich dann RB beobachtet. Darf ich ganz nach auf das Thema vielleicht nochmal kommen sozusagen? Spaß ist einfach so. Ja. Vielen Dank erstmal. Jamal, was ist los? 11 Buden. Letztes Jahr, ich komme, wie viel war es letztes Jahr? 5. Eigentlich auch nicht schlecht, aber jetzt schon das Doppelte allein in der Hinrunde sozusagen. Und da ist das letzte Spiel noch nicht gemacht halt so. Also wirklich Hut ab erstmal an alle drei sozusagen. Ich hoffe, ihr gebt es auch weiter an die Mannschaft halt so. 11 Siege in Folge, also Wahnsinn, wie macht ihr das? Jamal, erstmal, um vielleicht auf dich sprechen zu kommen, bei dir ist der Knoten geplatzt, woran würdest du es festmachen? Hast du stärkere Mitspieler? Trainierst du anders? Hast du dir vielleicht ein anderes Vorbild gesucht irgendwie? Wie ist das zu erklären, dass du mit immer Mr. Tormaschine geworden bist? Naja, also ich setze auch nicht so, ich muss jetzt mal alles sagen, ich setze auch nicht so, als hätte ich
Also als hätten wir letztes Jahr so eine Scheiße zusammengespielt, so ganz krass war es ja auch nicht. Man war halt einfach, uns auf manchen Positionen, muss man einfach sagen, individuell verbessert. Mhm. Zum Beispiel? Einfach, ja, ich denke mit den Neuzugängen halt einfach auf der Position vorne, hinten, Mitte. Und haben halt auch Spieler, die einfach den Unterschied machen, das muss man so sagen. Und darum denke ich, ist es auch, fällt es uns einfacher als letztes Jahr halt auch mal gegen Bernburg oder so ein, ja, sag ich mal, ein Verein, der weiter unten steht und mal ein bisschen Beton anrührt, früh in Führung zu gehen und dadurch dann halt auch einfach weiterzumachen. Letztes Jahr war es manchmal so, da haben wir geführt und haben dann irgendwie immer verwaltet und dann wurde es immer mal eng und dann haben wir dann halt immer mal eins gekriegt. Jetzt probieren wir halt immer mit der Philosophie einfach aufs Zweite und aufs Dritte und so zu spielen. Wir stehen halt auch sehr stabil hinten, das muss man halt auch mal sagen. Ne? Und wir kommen halt auch einfach zu mehr Chancen. Also ich denke, wer letztes Jahr ein Spiel gesehen hat, standen wir vielleicht ein, zwei Mal vor dem Tor. Und jetzt muss man ja ehrlich sagen, also wir arbeiten uns im Spiel, denke ich, jetzt mindestens 5, 6 Großchancen. So, manchmal auch mal 3. Jetzt am Wochenende haben wir, glaube ich, alle verwertet. Ja, und deswegen. Also ich habe ja genauso viel auch schon drüber gehauen hier aus der Tor oder was weiß ich. Das setze ich so, als hätte ich einen Fuß dran und der sieht es mal irgendwie drin. Da sind so auch 4 Spiele dabei, wo das Ding halt noch nicht reingeht. Ja, klar, ist richtig auf jeden Fall. Paul und Robert, ihr seid reingekommen, ich glaube, die ersten 3 Spieler rote Karte gehabt sozusagen. Jamal und Robert, genau. Ihr wusstet, dass ihr in den ersten 3 Saisonspielen eigentlich gar nicht spielen könnt sozusagen. Wie motiviert man sich da irgendwie? Oder kämpft man dann um seinen Stammplatz sozusagen, weil der ist ihm gar nicht gegeben? Also wie motiviert man sich da, dass man sagt, okay, ich will dann zum 4. Spiel, möchte ich in der Startelf stehen? Wie kriegt man das mental hin, oder geistig? Wo siehst du dich in der Mannschaft, also auf dem Platz und auch vielleicht neben dem Platz in der Mannschaft? Wo siehst du dich da irgendwo? Hast du da eine besondere Aufgabe, besondere Position? Das würde mich mal interessieren. Oder uns mal interessieren. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen. Also auf dem Platz bin ich schon einer, der eigentlich auch immer Verantwortung übernehmen will. Das war halt im letzten Jahr bei RB so, da habe ich dann nur noch in der zweiten Mannschaft gespielt. Also ich brauche einfach das Gefühl, so, dass ich gebraucht werde oder irgendwas. Und die haben schon einfach mal das Gefühl vermittelt bekommen durch einen Heiko Scholz, dass ich gebraucht werde und dadurch kann ich mich pushen, dadurch kann ich die Mannschaft pushen. Und ich weiß, dass ich kein leichter Charakter bin. Sensibel so ein bisschen irgendwie? Ist das nichts Negatives? Ja, mag nicht. Also ich bin auch sensibel, ist okay. Also ja, das mag vielleicht sein, so auf dem Platz. Ja, aber ich kann halt auch eklig werden und ich sage halt auch mal meine Meinung. Und ich, wenn mir mal irgendwas nicht passt, dann sage ich das halt geradezu. Ich bin dann nicht einer, der dann irgendwie ein bisschen rumeiert oder so. Ja. Ich spreche das dann an. Ich kann immer ein gewisses Maß aufnehmen, aber irgendwann reicht es dann bei mir. Wenn mir irgendwas gegen den Strich geht, dann spreche ich das an und dann kann jeder seine Meinung sagen. Da bin ich eigentlich ganz offen. Aber so bin ich halt auch, ich mache gern Unsinn und so. Und das war vielleicht das, warum es bei mir nicht so nach ganz oben gereicht hat oder weiß man sich. Aber ich fühle mich absolut wohl. Es macht Spaß mit der Mannschaft. Am Anfang waren wir alle ein bisschen noch in der Vorbereitung und haben so gedacht, werden wir das alles so souverän schaffen, unsere Ziele schaffen. Aber ich meine, in Jena war das zum Beispiel, da haben wir erst Halbzeit auch wieder gespielt in Kacke und da ist es mir dann halt auch irgendwann mal, stand es mir dann hier und da bin ich halt auch mal etwas lauter geworden. In der Kabine dann der Halbzeit? Was gesagt. So, und ich weiß nicht, ob das vielleicht ein paar Prozent ausgelöst hat oder so und ich meine, seit diesem Zeitpunkt sind wir marschiert und haben jedes Spiel eigentlich souverän, vielleicht nicht immer über 90 Minuten, aber ich meine, wie du schon gesagt hast, wer spielt über 90 Minuten überragenden Fußball, also es macht richtig Spaß. Wir haben, Zico und ich, am Anfang der Saison oder nach den ersten 3, 4 Spielen haben wir dann gesagt, im Training, es wird immer besser, es macht immer mehr Spaß, Fußball zu spielen, zu kicken. Und das spiegelt sich einfach in unseren Ergebnissen jetzt wieder. Ne? Okay. Ja, das ist wirklich der Unterschied, den ich halt so ausmache. Ihr wahrscheinlich auch, als der, wie es Jamal vorhin schon gesagt hat, letztes Jahr war es halt so, man hat so auf Ergebnis gespielt, auch das 1 durchaus geschossen halt so. Und dann hat man sich irgendwie nicht mehr nach vorne gewagt. Oder selber mal, was machst du, wenn du Torschützenkönig wirst in der Liga? Theoretisch, ich stelle es mal, das ist eine rhetorische Frage. Ich rede über das eigentlich nicht so gerne. Okay. Wo irgendwie vor dem Spiel oder so. Du darfst die Frage auch schieben, wenn du möchtest, ist okay.
Ich kann sagen, Robert. Robert greift da gefährlich an. Er hat ja schon ein Tor gegen Schorgena geschossen. Also muss aufpassen. Ne? Also, okay, gut. Erstmal vielen, vielen Dank. Ich kann aus meiner Zeit in Markranstädt, war ich ja 2,5 Jahre. Und habe mich da auch wirklich sehr wohl gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist was ganz anderes als hier. In Markranstädt läuft das eher alles ein bisschen familiärer ab und es ist alles ein bisschen kleiner. Auf der große Familie, auf dem Familienverein. Aber es ist halt so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen Dorf, jetzt mal in Anführungsstrichen, ist jetzt nicht in Leipzig drin. Und da wird, ich weiß auch, dass Markranstädt immer ein bisschen zwiespaltig gesehen wird. Das ist der Geburtshelfer von RB und Steigbügelhelfer, oder wie man es auch nennen will. Wir wurden damals auch öfters mal beschimpft. Auch wenn wir damals gespielt haben, wir glaube ich nur Löwen gespielt haben, wurden wir auch recht ordentlich begrüßt. Aber das gehört im Fußball dazu. Ich habe es so in der Saison, letzte Saison, so empfunden, dass Lok sich positiv entwickelt hat. Positiv in puncto Wirtschaftlichkeit. Was, Lok ist in der Presse drin, Lok ist in der Bild drin, Markranstädt war nie drin. Wenn man die Bild aufgeschlagen haben, dann war es eigentlich schon. Waren halt größtenteils nur positive Resonanzen in der Bild. So habe ich das dann auch für mich selber so auch registriert. Ich muss sagen, wo ich damals aus Jena nach Markranstädt gegangen bin, hatte ich auch eine kleine Anfrage vom Blog. Ja. Und da war es mir erstmal, ich weiß nicht warum, aber da habe ich erstmal gesagt, gut, Markranstädt hat sich irgendwie lukrativer angehört. Ja. Gebe ich offen ehrlich zu, weil ich dachte, dass da mehr Möglichkeiten drin sind. Zwecks RB, weil ich auch damals wurde mir gesagt, dass der RB noch ein bisschen drin steckt. Und dadurch dachte ich halt auch, finanziell ist da mehr möglich und finanziell stärker auf jeden Fall. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Aber über Umwege bin ich eigentlich nicht gegangen. Okay, bereust du den Schritt? Nein. Paul, zu dir, nicht zu dir, sondern mit deiner Frage anständen. Du hattest ja durchaus. Du hast ja in vielen Vereinen gespielt und bringst halt auch eine spielerische Veranlagung mit, wo durchaus Luft nach oben ist, rein theoretisch. Und vielleicht hattest du auch mit dem Traum vom Profifußball. War der noch da irgendwie so bei dir? Ja, definitiv. Ich denke, bei Zukunft haben wir mit der Ausgabe gesehen. Ja. Ich habe angefangen als kleiner Knopf und wollte Profi werden, also schon immer. Es ging bei mir eigentlich immer nach oben. Ich habe gedacht, als ich zu RB gewechselt bin, was im Nachhinein auch naiv betrachtet ist, dass ich mit in die Bundesliga gehe, aber was absolut vermessen ist, jetzt auch im Nachgang. Aber ich habe die Chance damals gesehen. Manche werden sagen, er geht doch nur ums Geld und so, aber ich bin dort jetzt nicht Millionär geworden oder sonst irgendwie Quatsch. Und ich habe mich damals dafür entschieden. Ich habe mich dort wohlgefühlt, es war eine super Zeit. Das Ganze drumherum, was da geboten wurde, da einfach das mal gesehen zu haben. Das war schon Profitum. Wie gesagt, wie es dann ablief und so, ich bin dann angeeckt, weil ich eben so bin, wie ich bin. Und ich bin dann mit einem Herrn Zorniger angeeckt und so war das dann halt einfach. Unterschied zwischen dir und Zorniger? Du hast einen Job, ne? Gerade. Sehr gerne. Erste Frage aus dem Publikum. Ich würde gerne mal wissen, wie du heißt, wie dein Name ist und wo du wohnst. Nee, aber so ist das nicht. Bitteschön. Wo wir gerade hier, wo gerade der Paul uns so ausführlich Auskunft gegeben hat, ich hätte eine Frage. In dem Zwickau-Spiel gab es eine lustige Szene. Da hast du an der Mittellinie hast du den Zwickauer Spieler so ein bisschen gekoppt. Du hast das so angedeutet, normalerweise, wo beide zum Kopfball hochspringen und du bist stehen geblieben und hast den aber zweimal so angedeutet und sowas. Ich glaube, der Zwickauer war danach auch ein bisschen nicht amüsiert über das, weil den hat er so irritiert. Und der hat sich dann mit einem Revanche-Foul irgendwie sowas. Ich habe den Trick vorher noch nicht gesehen. Ich glaube, das ganze Stadion hat da sich ein bisschen amüsiert darüber. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber wie das halt auf dem Platz ist, man labert sich voll und gibt sich dann irgendwie vor. Und die Zwickauer haben ja sowieso gedacht, die spielen in der Bundesliga. Ja. Und da die ganze Zeit, so Sprüche da. Gemacht und
das, was man da jetzt zwischen Zwickau und Jena gesehen hat, ist also nicht so weit hergeholt. Ja, es ist schon eine ekelige Mannschaft, Zwickau. Also, aus, ja. Das ist eine abgerotzte Mannschaft und so, aber sowas brauchst du halt auch. Also ja. Du musst auch ein paar Drecksäcke drin haben. Ich denke, das haben wir auch. Weitere Fragen aus dem Publikum? Bitte schön. Ich hätte da auch mal noch eine Frage dazu, was mir, also ich glaube vieles, was mir dieses Jahr gefallen hat, eine Sache hat mir nicht gefallen und das war nach dem Schlusspfiff im Blauen. Ihr beiden saßt ja auf der Tribüne, vielleicht kann der Paul mal was dazu sagen, was da los war und ob das in der Mannschaft hinterher auch nochmal ausgewertet wurde. Ja, ich so richtig mitbekommen, also dass es das immer mal gibt, dass es irgendwie so eine kleine Rudelbildung nach dem Spiel gibt und dass da mal ein Spruch von dort kommt und mal ein Spruch von da kommt, ist ganz normal. Ich habe das alles so richtig mitgekriegt, also natürlich war da so, wir waren aufgeheizt, weil wir kurz vor Schluss diesen dummen Elfmeter gegen uns gekriegt haben, weil wir ein gutes Spiel gemacht hatten und dass du da dann unter Strom stehst, du kannst nicht, der Sheriff werft ab und du bist wieder so ganz normal, also das ist einfach so, du stehst vollkommen unter Strom und naja, aber dass man dann 6 Wochen auf der Tribüne sitzt, wieder Torhüter. Ich habe es nicht gesehen und ich weiß bis heute eigentlich nicht, was Latte gemacht hat, so richtig. Aber das Video habt ihr nie gesehen. Latte hat nur gestoßen. Ja, das gehört sich nicht, das sagen nur alle, aber wenn man so dann auch voll gekäst wird und so, natürlich darf man dann sich nicht reizen lassen und so, aber das kommt halt ab und zu mal vor. Und wie gesagt, wir haben es nicht gesehen, ich weiß es nicht. Und das ist dann, ja, 6 Wochen. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe es einfach nicht gesehen. Ja. Frage soweit beantwortet? Ja. Danke. Okay. Und gerade habe ich eine Frage, ich bin nur David aus Leipzig. Du hast ja beide Trainer gehabt, Alexander Sonniger und logischerweise Heiko Scholz. Wer macht denn für dich jetzt quasi so die professionelleren beziehungsweise variablen Trainingseinheiten? Was kannst du dir so ehrlich dazu sagen? Naja, das sind zwei komplett verschiedene Typen. Also okay. mit Herrn Scholz kann man einfach Spaß haben. Er ist manchmal wie so ein Mannschaftskollege und so. Mit ihm kann man, wenn es läuft, ist es super bei ihm. Also ich habe noch nicht erlebt, wenn es nicht läuft, da kann ich ihn nicht beurteilen. Aber es ist immer mal ein Spruch dabei und so. Ich denke, das tut der Mannschaft auch insgesamt gut. Bei Herrn Zorniger war Training und das war Arbeit und nicht Lachen und so über die Schiene. Und für mich ist es auch menschlicher Denken. Ja, natürlich, das sowieso. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen meinen ist, aber ich brauche einfach auch einen Typen, mit dem ich klarkomme oder einen Trainer, mit dem man sich einfach auf normaler Ebene unterhalten kann und nicht irgendwie das Gefühl hat, man ist irgendwie Arbeitgeber, Arbeitnehmer vielleicht so irgendwie. Ja, irgendwie so, aber beim Heiko ist es halt wirklich ganz locker und wir kriegen die Erfolge im Moment und da hat er halt auch nicht viel zu meckern. Der Fanbeirat bedankt sich bei allen Fans, die da gewesen sind, bei den Spielern. Vielen Dank, wir wünschen euch ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und freuen uns sehr auf die Rückrunde auf jeden Fall. Bitte bestellt auch der Mannschaft viele Grüße für uns sozusagen. Und wir haben noch ein kleines Dankeschön an die Spieler, dass sie wirklich schon mal die Stunde Zeit für uns gefunden haben. Und ja, wir möchten uns recht herzlich bedanken. Vielen Dank. Okay. Thank you.